Hallo Leute und was war das? Herzlich willkommen zurück zu Garry's Mod Sandbox mit dem bösen Grantelbart, der bei mir ein viel zu großer Yoshi ist, und dem Tudu. Ach genau, ich hätte mich mit Yoshi vorstellen. Wenn ich in deinem Kopf schieße, dann passiert nichts, weil dein Kopf größer ist als du tatsächlich. Du schießt mindestens 2 Meter über mich, mein Freund. Da sind bei mir deine Augen. Da ist dein Kopf. Du bist übrigens ein hässliches Baby. Ich bin eine Riesenbabypuppe. Eine sehr hässliche, das sieht aus wie, und jetzt sieht's aus wie Chuck the Mörderpuppe. Das ist übrigens deinem Babyfoto nachempfunden, das mir deine Mama geschickt hat. Oh, das ist, war jetzt aber sehr persönlich und scheiße, ich habe vergessen, auf die Stoppuhr zu drücken. Dann drücke ich jetzt die einfach billige mal drauf. Plastikstoppuhr. Mach so, dass man es in der Aufnahme hört, das Piepsen. Hab ich schon. Ich hab's nicht gehört. Hast du es nicht gehört. Schade. Ja. Ja. Jetzt ja. Hast du noch gerotzt in der Aufnahme. Ich habe nur eingearbeitet. Ja. Toll, das habe ich nicht getan. Okay. Ich habe nur gemacht. Das ist doch wohl in Ordnung, das hört oder? Sich bei mir voll an wie Rotzen, ne? Voll wie hochziehen. Das ist einfach nur so. Das ist das, was wir machen. Der Rotzbart. Mach doch gar nicht. Ich atme doch nur. Das hört sich voll an wie dreckig hochziehen. Oh, als Strafe nimmt jetzt das hier. Oh mein Gott, ja! Nein, geh weg. Weiche von mir, Satan. Geh mal, Scheißwaffe. Geh mal. Siehst du das Ding überhaupt in meinem Skin? Siehst du das Ding überhaupt in meinem Skin? Ja, ist irgendwo unter dir. Okay. Keine Ahnung, wieso ist so abgerecht, wenn du so hochrotzt, aber irgendwie. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße hier. Wir lachen immer, liebe Freunde, weil in der Aufnahmepause ja, da tun wir Dinge. Nämlich hoch. Na, nicht. Dinge passieren. Da. Also, wir nicht, schauen uns Videos an, wie andere Leute hochrotzen und husten und die ganze Zeit sich räuspern wie alte Männer. Nein, mein Babyarsch. Aber jetzt könnt ihr mal ins Kind mal sehen. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn das Ding ertönt und jeder andere von uns dann immer das Weite sucht sofort. Okay, aber jetzt will ich produktiv werden. Ich habe nämlich etwas vorbereitet. Mann, ich sehe dich schon wieder nicht. Kannst du die sehen? Ich habe meine Kleinigkeit vorbereitet. Hallo, hallo. Hör mal auf. Kannst du die Sprays sehen? Ja, klar. Ich sehe die für nicht. Nee. Was? Soll ich mal rotzen? Vielleicht hilft's. Rotzlöffelbart. Au. Headshot. Oder so. Okay, folgendes. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben. Ist zwar schon ein wenig länger her. Und ich kann Moment, meine eigene ganz kurz. Wenn du das nicht siehst, wie hast du denn dann meine Augen getroffen? Ich habe gezielt. Spray. Ich habe ein Fadenkreuz. Ja, aber du siehst doch das Spray nicht. Ja, ich ziehe mit meinem Fadenkreuz dahin, wo dein Auge ist. Und drück, Alter, jetzt klopft sie am Fenster. Ja, aber ich dachte, du siehst warte mal, warte mal, kurz. Unterhalte mal die Leute. Ja. Rotz. Koks. Okay, langsam weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll. Außer vielleicht, hallo? Tudu ist blöd. Ach, verdammt, jetzt ist er wieder da. Was hast du? Ich habe nur komische Geräusche gehört. Ja, ich habe auch nur komische Geräusche gemacht. Also, folgendes. Ja. Ich habe aufgeschrieben auf einem uralten, dreckigen, verschissenen Zettel, der, ja, meine Schrift müsste ich jetzt hier lesen können. Ender-Disaster. Autsch. Der Ender-Disaster hat uns nämlich in die Kommentare geschrieben. Oh, du hast den Namen gemerkt. Respekt, Digga. Ja, ich nehme ihn nicht gemerkt, aufgeschrieben. Nein, du hast sie gemerkt. Hallo. Du kennst deine Abonnenten auswendig. Alle. Wie auch immer. Einzelnen. 30.000 Millionen. Shigi Super Kronk 1. Super Kronk 1. der hat schon lange keine Kommentare mehr geschrieben. Nee. Schade. Okay. Er ist wahrscheinlich damit beschäftigt, Minecraft-Let's Plays zu machen. Okay. Folgende Idee. Ich werfe jetzt nur mal ein Wort in den Raum. Ja. Und den Rest habe ich mir dazu gereimt. Darf ich antworten mit auch einem Wort? Ja. Okay. Autoscooter. Anus. Oh, das. Also ich habe erst überlegt. Das war gut gekontert, das war sehr gut. Also ich habe erst überlegt, ich habe es erstmal so ein bisschen auf mich wirken lassen. Ja.
Das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist Anus. Und Anus ist durchaus ein legitimes Wort dafür. Das ist vor allen Dingen ein positives Wort. Das sollte deine Idee bejahen. Bam. Autoscooter. Ja. Das heißt, deswegen, wir brauchen erstmal ein Autoscooterfeld. Deswegen habe ich diese Map ausgewählt. Ah, das hier als Autoscooterfeld. Genau, das ist unser Autoscooterfeld und wir bauen uns möglichst lustig aussehende, aber kleine halt, so wie ein Go-Kart oder so, Autoscooter. Und versuchen uns dann hier runter zu bouncen. Jetzt nimmt er wieder seinen Jetpack-Schuh, scheiße da. Yoshi kann nicht fliegen, hör mal auf mit dem Cheater-Scheiße. Doch, der fliegende Yoshi. Und außerdem trifft man dich gar nicht mit dem Riesenskin. Es gibt einen fliegenden Yoshi. Bitte, nimm mal einen normalen Skin. Oh nö, aber Yoshi. Ja, Yoshi. Du kannst auch den fetten Mario nehmen. Du kannst auch den RDH nehmen. Nee, lieber nicht. Boah, da ist er. Ich hab meinen Lieblingsskin. Jetzt pass Mr. auf. Smith. Jetzt pass auf, Mann. Jetzt pass auf und sag mir, dass ich der geilste Kerl der Welt bin. Ja. Dreh dich um. Ja. Dreh dich um. Oh, das ist doch hier Buddy oder Buddy. Bist du behindert? Das ist Woody. Ja, Woody. Woody, der andere heißt Buzz. Du hast nur beide gerade fusioniert. Buddy. Fusion. Buddy oder was? Was, Lightyear? So, du bist was? Ach, du bist nicht Mr. RDH. Mr. Smith. Von Man in Black, ne? Nein, von Matrix. Oh, scheiße. Du hast jetzt echt blamiert. Aber der heißt doch auch Mr. Smith, oder? Ach, der heißt Will Smith. und der ist ja gar nicht, der hat ja gar nicht denselben Turn wie du. Der Schauspieler heißt Will Smith. Ja, ist ja gut. Ich hab's versaut. Ich bin halt nicht so der Filmeschauer. Du bist raus. Okay, ja, du bist mehr so der Filmeschauer. Also so kleine Randproduktionen wie Matrix oder so, sowas schaue ich mir gar nicht an. Du bist auch eine Randproduktion. Lass uns mal anfangen. Ja, komm, Autoscooter. Autoscooter. Also das Feld haben wir hier. Ja. Das heißt, und der Fairness halber, sei mal so fair zu dir selber und tu nicht am Gewicht irgendwie rumfuschen oder so. Also nicht einfach 10.000 hier reinschmettern. Okay, kein Gewicht rumfuscherei. Ja, das haben wir denn sonst schwierig. Eine Größe, irgendwie eine Vorgabe? Ja, so Go-Kart-mäßig, hätte ich gesagt. Also klein schon. Hier so ungefähr. Ja, ich sehe gar nichts. Du hast nichts in der Hand? Da. Du hast nichts in der Hand? Doch. Nee, das ist unsichtbar. Ich sehe nichts. Diese Mario-Karts-Gas. Du hast einfach nur einen Pissstrahl da. Was ist das? Das ist ein Mario-Out. Das ist ein Mario-Karts-Gas. Wer ist in der Luft? Deine Mutter fährt in der Luft. Siehst du das nicht? Nein. Aber das ist doch im Add-on-Pack drin. Komischerweise habe ich das nicht. Hast du wieder heimlich Sachen gelöscht, um Festplattenplatz für Pornos zu sparen? Den brauche ich immer. Aber der Mod-Pack ist ja auch 500 GB groß. Ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, wie groß es ist und ich will es auch nicht 7 Minuten statt Zeit verschwendet. Komm, lass uns einfach ein Son Goku-Karts zu bauen. Ja. Ich würde sagen, ich nehme als Vorlage eine Badewanne. Du hast doch mal intime Seiten hier im Garry's Mod Let's Play erwähnt. Weißt du das noch? Wir machen kein Let's Play, also zumindest ich nicht. Video. Was ist denn dann deiner Meinung nach? Keine Ahnung, aber ich hasse den Begriff Let's Play. Okay, gut. Also wenn jemand sagt, du weißt, was ich meine. Der beste Let's Player, dann ist das die Beleidigung schlechthin für mich. Du bist ein Stricher, sind wir uns einig. Ja. So. Okay, du weißt auf jeden Fall, was ich meine, ja? Was? Du hast in einer Aufnahme intime Seiten mal erwähnt. Aber nicht, dass wir sie kennen. Du hast nur die Namen aufgezählt. Oder ein, zwei halt. Okay. Daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich halte das für eine Lüge. Nein, weil ich war echauffiert, dass du das getan hast. Ja, jedenfalls hast du das getan. Und die Kommentare sind voll. Randvoll mit solchen Seiten plus Hashtag, dass sie wunderbar schnell gefunden werden können. Vielen Dank dafür übrigens. Meine zum Glück nicht, meine Zuschauer sind anständig. Ja, ich weiß auch nicht, woher die Leute solche Seiten kennen, Mensch. Das macht man doch gar nicht. Was sieht besser aus als Unterlage? Das hier oder aus Holz? Was ist das? Machst du einen griechischen Salat oder machst du einen Autoscooter? Griechischen Salat. Oh, das Griechische war unbewusst. Also machst du einen Salat oder versuchst du dir einen Autoscooter zu... So, ich jetzt. Baue einen griechischen Salat. Ey. Ja, wegen der Salatschüssel halt. Zack. Mia Salata, ey. Mia Salata. Jetzt ist aber kein Griechisch. Doch. Echt? Kannst du Griechisch? Nein.
Kannst Mia du? Salata, weiß ich, dass das ein Salat heißt. Urlaub, mein Freund. Ah. Mia Salata heißt ein Salat. Aber nicht, dass ich Salat bestellen würde. Ich wollte gerade sagen, wer bestellt Salat? Salat schrumpft der Bizeps. Nee, ich vermeide Salat, weil ich meinem Essen sein Essen nicht wegessen will. Genau. Ich fütter mein Essen mit Salat. Genau. So läuft das. So läuft der Hase im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hase läuft in meinen Mund. Mach mal die Scheiße. No! Du gottverdammter Bastard! Die Wahlinformation! Die Wahlinformation! Gottverdammt! Ist es die Ginyu Force oder was? Ich kenn den hast du die Bastard! Hast du die in Word eingefügt und hast du zentriert oder was? Du bist ein verdammter Bastard! Wie sich da hinten noch drehen, deine Salatschüsse. Verdammtes Arsch! Okay. Ich. Ja, heute warum ist. Kann ich denn. Warum kann ich das nicht immer sprühen? Ich sehe das nicht. Oh mein Gott. Jetzt sind da 1 Million Augen drauf. Ich sehe das Auge nicht. Bei mir ist es unsichtbar. Okay, alles klar. Alles klar. Jetzt hör doch mal auf. Nein! Hallo. Du musst dich bestrafen. Du willst doch produktiv werden. Tief, alter Mann. Ich war produktiv, du Bastard. Warum machst du da jetzt noch ein Smiley drauf? Gottverdammter Bastard. Gottverdammter Schwein. Grunzt er hier rum in der Aufnahme. Was ist heute los? Warum breche ich andauernd ab? Muss ich die Scheiße nochmal neu hier bauen, Alter? Formatieren. Musst du nur, oh mein Gott, du musst sie nur neu formatieren. Wo finde ich die jetzt, diese Scheiße wieder? Die liegt nach da hinten. Schau, ja, das ist spawned. Mein Go-Kart ist fertig. Mein Go-Kart ist fertig. Was ist das? Müllcontainer? Das ist mein Go-Kart. Was ist nicht damit? Lass doch meine Wohnung, meine Wohnung. Mein Ding. Mein Go-Kart. So aus der Mülltonne oder was? Oh so, Mann. Bibi aus die Augen machen. Sack. Jetzt habe ich aber gerotzt, aber das Sack liegt daran, dass ich gelacht habe. Sack do. Grantl Sack. Was ist das denn? Ist das ein Mülltonnendeckel, ein großer oder was? Ja. Habt ihr bei euch daheim solche Mülldeckel? Also solche silbernen, runden Mülltonnen mit diesen Deckeln? Nee, aber die finde ich cool, die habe ich schon mal gesehen. Boah, wann habe ich so einen das letzte Mal gesehen? Ja. Muss schon. Heavy. Jahre her sein. Schon ein paar Minuten her, ja, das stimmt. Ja. Ja. So. So, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Weil ich sehe hier noch nichts stehen. Oh mein Gott, es leckt. Also nach meiner Uhr 12 Minuten. Ich habe zwar ein bisschen. Vorher und nachher. Ja. Warum leckt es? Was machst du wieder? Ich habe Bilder geladen halt. Warum lädst du Bilder? Ja, weil ich was Tolles bauen will. Mann. Und da kann ich ja keine Standardsachen nehmen. Was lachst du da jetzt so? Ich baue hier gerade meine Formation auf und denke mir daran, dass du die gleich wieder zerstören wirst, Bastard. Ich wollte da nur durch. Wenn ich die jetzt freeze, kann er die dann wieder zerstören? So. Ich bin ein Autoscooter. Was machst du mit... Ich bin ein Autoscooter. Oh, was Scheiße. Machst du mit dem kaputten Turtok dieser Floor? Das ist ein Autoscooter. Wo ist das denn ein Autoscooter? Das ist ein Pflanzenwasser-Missgeburt-Dings. Es guckt mich an. Es ist dein fucking Ernst. Nimm den Scheiß da ab. Okay. Nimm den Alter. Okay, jetzt ist der Spaß endgültig vorbei. Du bringst mich echt zur Weißglut hier. Jetzt weißt du mal, wie es mir immer geht. Wenn ich hier vor dem Scheiß Rage quit. Warum ist denn das Missing nur so groß? Weil es ein Spielfehler ist. Es kann deinen Speicherplatz löschen. Es hat noch nie meinen Speicher gelöscht, Mann. Ich habe es selbst eingefangen und damit gekämpft, echt? Ja. Es ist nie was passiert. Nee, ich habe mich immer nicht getraut. Das ist immer so mein Speicher? Nee. Also mir ist das noch nie passiert. Ich baue nämlich hier voll das tolle Autoscooter. Das Autoscooter. Der. Ui. Voll was tiefer gelegt, ja. Warum machst du das, als ob du das gebaut hättest? Ich wollte es mir mal anschauen. Wie? Sei produktiv. Anschauen. Bau. Ja, okay. Was machen wir denn hier mit? Nee, warte mal, nichts. Das hast du gerade zu mir gesagt? Bau?
Dein so, Ernst? Freunde. Na, Folge warte, komm, mach noch, wir müssen noch ein bisschen dranhängen. Warum? Weil wir nur Scheiße gemacht haben hier. Wir machen jede Folge jetzt viel zu lang. Komm, hör mal auf, du Arschratte. Arschrat. Die Leute gucken sich das gar nicht mehr an. Ey, Arschrat, doch. Schau mal unsere. Mach noch ein paar Minuten. Ich muss ein bisschen was erreichen jetzt noch. Na gut. Das war schlecht für unsere Zuschauerbindung. Aber gut. So. Das sieht mir doch ganz solide aus. Ja, beim Go-Kart sieht man eigentlich keine Räder. Ich weiß nicht so recht, wie ich weitermachen soll. Bist du fertig, oder? Ja, klar. 4 Salatschüsseln. Was ist das sind, wenn ich bitten darf, griechische Salatschüsseln. Ja, ich wollte jetzt eigentlich italienischer Salat sagen, aber griechischer ging schneller von der Zunge. Und darum habe ich einfach griechischer Salat gesagt. Griechischer Wein. Ah, jetzt mache ich die Räder wieder mit der scheiß Friction. Komm, schenk mir ein. Griechischer YOLO. So, wie mache ich das am besten, dass es an allem klebt? Wie ach, genau. Was meinst du? Ja, ich wollte jetzt gucken, dass ich... Nee. Super. Ja. Schön, wie diese Räder... schau mal, wie geil sich meine Räder drehen. Astrein. Geil, oder? Die funktionieren echt gut. Das ist ein Traum. Warte mal, du machst da eins viel zu klein. Nee, ich hab doch gesagt, so Go-Kart-Größe. Ja, aber das ist dann wieder für mich zu klein, schau mal. Das wäre jetzt bei mir die Unterlage. Kannst du das ein bisschen größer ein machen? Ein rechteckiges Autoscooter, ja? Das ist ja irgendwie Feintuning. Das ist auch rechteckig. Das ist der Inbegriff von rechteckig. Aber deins ist symmetrisch und diagonal und vaginal. Und dafür ist deins anal. So. Jetzt hat er wieder genutzt. Alter Rotzlöffelbart. Wie stark hast du deinen Antriebstruster? Müssen wir schon fair bleiben? Ich habe noch gar keinen Truster. Ich hör's doch dampf. Ach so, das sind deine Schuhe. Das sind meine Schuhe, meine Füße stinken so sehr. Hast du Geox an oder was? Der Schuh, der atmet. Mach mal Geox. Geox! Oh, yeah. Geil. Wir machen Werbung für die Scheißfirma und bekommen nichts dafür. Ach, scheiße, stimmt. Jetzt werden wir wieder verklagt wegen Product Placement. Illegale so, okay, Werbung. Ja, dann machen wir jetzt mal einen Cut. Gut, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wishing.